Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Ja, wir haben eine Menge Aufgaben gekriegt. Okay, erstmal, was ein Morgen. Ich habe gerade die unglaublichste Frau getroffen. Angelina, es war so kitschig, wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war nervös. Verdammt, ich glaube, ich bin sogar rot geworden. Unglaublich, so etwas ist mir noch nie passiert. Meine Mom. Hat da hier was rausgerissen? Typisch, Mom. Sie wohnt noch kein Jahr im Biddeford und hat schon die. Boah, was mit dem Husten? Und hat schon die halbe Gemeindearbeit an sich gerissen. Dr. Newhouse, den ich im Diner getroffen habe, wollte sich mit Mom treffen, um einige Bilder von ihr zu kaufen. Sie ist nicht aufgetaucht. Wird sie etwa langsam vergesslich? Und wer ist der Fremde? Hier schleicht ein seltsamer Mann durch die Gegend. Er ist mir im Diner begegnet und gerade habe ich gesehen, dass er Angelina zu verfolgen scheint. Ich sollte die Augen offen halten. Aber ich werde Angelina wiedersehen. Heute noch. Ich sollte ihr Fullers Bilder ins Hotel bringen. Anscheinend hat es sie nicht gestört, dass er mich vor ihr niedermachen wollte. So, wir haben Aufgaben gekriegt. Das haben wir erledigt. Das haben wir auch erledigt. Sollte Mom anrufen, Angelina die Fotos bringen. Film, Bilderbesuche. Film mit Angelina Bilder besorgen. Gut, Papier besorgen. Okay. Entschuldigung. Was willst du? In dem Paket, das ich geholt habe, hat es leise geklimpert. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Was war denn drin? Das geht dich in Scheißdreck an! Erinnern Sie sich an Carrie? Was für eine Carrie? Sie war eine Kundin bei Ihnen. Hat sich vor fast 2 Jahren umgebracht. Dunkle Haare? Grüne Augen? Und warum sollte ich mich an sie erinnern? Denkst du, ich merke mir jedes Gesicht, das ihr reinschneit? Naja, von ihr steht ein Foto vorne im Schaufenster. Na und? Was interessiert sie dich überhaupt? Mach lieber deine Arbeit, sonst mache ich dir Beine. Entschuldigung. Was willst du? Mrs. Biber war. Naja, sie schien nicht sehr erfreut über ihren Brief zu sein. Na und? Hast du den Brief gelesen? Oh nee, ich hätte es machen Nein. können. Aber sie schien zu wissen, worum es ging. Das möchte ich wetten. Es war eine Rechnung. Und wer freut sich schon über Rechnung? Soll ich vielleicht die Fotos vom Shooting vorhin schon mal entwickeln? Du sollst tun, was ich dir sage. Aber ich könnte sie doch schon mal entwickeln, dann brauchen Sie später nicht. Kümmere du dich um deinen Job. Ich kümmere mich um die Fotos. Ende. Irgendwie muss ich an die Bilder kommen. Sie sind bestimmt noch in der Kamera. Versuchen wir sie mal zu nehmen. Fullers Kamera. Der Film mit Angelinas Fotos ist bestimmt noch drin. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich den Film aus der Kamera nehmen soll, ohne dass Fuller es bemerkt. Ich muss es wohl später versuchen. Gut, dann gehen wir erstmal ins Nebenzimmer und versuchen da erstmal unsere Mutter anzurufen. Die könnte ich stellen. Sie scheint gerade zu telefonieren. Okay. Oh. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem. Ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst habe. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ah, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was?
Wo willst du hin? Hey! Du hast noch nicht Pause! Mom? Ui. Mom! Mom! Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Mom! Kannst du mich hören? Mom! Nichts. Aber sie atmet. Krankenwagen rufen? Richtig. Krankenwagen. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja. Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch noch. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Mach du deinen Job, ich mach meinen. Medikamente, die Krankengeschichte und einen Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Ja, wollen wir mal gucken. Mit dem Fernrohr beobachtet Mom Wale. Das hier ist Walgebiet. Die Wale schwimmen zweimal im Jahr hier vorbei, auf ihrem Weg von Mexiko nach Kanada. Da ist nichts. Ich habe die Nummer von Moms altem Hausarzt nicht. Um genau zu sein, fällt mir nicht mal sein Name ein. Dr. Wack, Mick, irgendwas. Wenn ich den Namen lese, fällt er mir bestimmt wieder ein. Okay, hier kannst du aber nichts lesen. Früher gab es häufig Streit darüber, wie lange ich Fernsehen schauen durfte. Als Kind konnte ich stundenlang vor dem Teil sitzen. Heute bringen mich keine 10 Pferde mehr dazu. Ich kann froh sein, dass das Ding meine Birne nicht völlig aufgeweicht hat. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Handtasche ist immer gut. Moms Handtasche. Darin müssten auch ihre Papiere sein. Dann such mal. Na bitte, die Versicherungskarte. Okay, die haben wir schon mal. Telefonnummer und Medikamente. Da ist nichts Interessantes mehr drin. Und mein Geld verdiene ich allein. Sieht aus, als hätte Mom einen Tee getrunken und gelesen, bevor sie gestürzt ist. Das ist Moms Medikamentenspender. Für jeden Tag der Woche gibt es ein Fach. Sie hat sich immer darüber lustig gemacht, dass sie wegen ihres Rückens mehr Tabletten schlucken muss als ein ganzes Altersheim. Aber sie hat nie all das geschluckt, was ihr verschrieben wurde. Sie hat immer behauptet, sie hätte es nur vergessen. Irgendwann hat der alte Hausarzt meiner Mom ihr dann den Spender geschenkt. Ich fand es schon immer unsinnig, seine Medikamente nicht zu nehmen und sich lieber zu quälen. So sehe ich das auch. Das dürften die meisten Medikamente sein. Aber ich weiß nicht, ob sie irgendwo noch mehr hat. Das sollte ich erst mal checken. Ich bin ja auch so ein Mensch. Ich muss unbedingt Medikamente haben. Also, wenn ich Kopfschmerzen habe oder sowas, ich muss Tabletten nehmen. Ich kann das nicht auf so Heilkräuter oder auf diese pflanzliche Art und Weise. Den hat Mom sich gegönnt. Zu Hause hatten wir so einen steinzeitlichen Holzofen, auf dem sie gekocht hat.
Sie meinte immer, das erinnert sie an ihre Zeit als Köchin in England. Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Macht sie auch noch voll drüber lustig. So, gucken wir jetzt die Vitrine an. In der Vitrine stehen Fotos von Mom und mir. Von meinem Vater sehe ich hier keine Bilder. Mom hat kaum welche von ihm. Ich vermute, die Erinnerung an seinen Tod ist zu schmerzhaft für sie. Als Kind wollte ich immer wissen, wer mein Vater war. Mom hat mir von ihm erzählt und schließlich irgendwann auch ein paar Fotos von ihm gezeigt. Das war das einzige Mal, dass ich ihn auf Fotos gesehen habe. Mhm. Ja, wer könnte denn wohl dein Vater sein? Hoffentlich war es nicht Samuel. Wie alles hier, nichts Besonderes. Wir waren nicht arm, aber meine Mutter war immer bescheiden. Und so ist auch ihr neues Haus. Da, oh mein Gott, das kennen wir doch. Das ist der Leuchtturm. Ein alter Leuchtturm. Unten ist ein Schild mit der Aufschrift Willow Creek. Vielleicht ist das aus dem Ort in England, wo sie gelebt hat. Was? Sie ist erst mit Anfang 30 in die USA gekommen. Erst nach dem Unfall. Oh mein Gott, hatte Samuel etwa eine Affäre und er ist jetzt das Kind? Daraus? Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Mom hat ein riesiges Frühstück aufgefahren. Ihr zuliebe habe ich etwas davon gegessen. In der Uni esse ich normalerweise morgens nichts. Aha, einige Medikamente. Schachteln, Fläschchen, Röhrchen. Ich nehme alles mit. Sicher ist sicher, ne? Ich denke, damit habe ich alle Medikamente gefunden. Zahnpasta, Gesichtscreme. Mehr Medikamente sind hier nicht drin. Heute Morgen habe ich hier noch gedient. Zuliebe habe ich... Na, dann gucken wir noch mal im Schlafzimmer nach. Die Lampe ist... Vielleicht ist die Birne durchgebrannt. Ein Sekretär? Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Ja, aber wer Der alte Sekretär meiner Mutter. Da auch nicht. Topfpflanze? Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Aha. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Für den Sekretär das vielleicht? Ist ein kleiner Messingschlüssel. Der alte Sekretär. Mama Kriminale und Gruselgeschichten. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Oh mein Gott. Edgar Allan Poe ist übrigens mega geil. Oh mein Gott. Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Mhm. Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauchen könnte. Ah, das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. So, dann haben wir ja alles. Aber für was ist der Schlüssel? Der alte... Hier war ja sonst nichts, ne? Können wir auch nochmal... Mom anrufen. Ah ja. Telefonieren. Ich habe die Nummer von Moms altem Hausarzt nicht.
Und genau wenn ich den Namen lese. Mal sehen. Es lässt sich nicht öffnen. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Ah. Damit ist das Adressbuch offen. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? Dr. Wakefield. Das ist er. Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Okay. Praxis Dr. Wakefield? Mein Name ist Darren Michaels. Ich muss den Doktor sprechen. Es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Dr. Wakefield am Telefon. Hallo, Dr. Wakefield. Hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich. Hoffentlich ist Ihrem Rücken nichts passiert. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sturz Auswirkungen haben kann. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das. Ich lasse die Unterlagen nach Biddeford schicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Puh, das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Mit ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun... Die Brandwunden? Ich ziehe mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ach ja, ein Jäckchen hat er sich angezogen. Hallo, ich möchte zu meiner Mom, Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich... Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Jetzt heißt es warten. Ja, anscheinend ziemlich lange. Ja, bis jetzt scheint es ein bisschen interessant zu werden. Entschuldigung, Mr. Michaels? Ja? Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr, aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... In Ordnung, Doktor. Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Dankeschön. Mr. Michaels?
Ich kann nichts dafür, wenn ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Danke. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss mit voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Wird sie... Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma, Darren. Oh. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ja. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch, Fuller! Darren, komm zu dir. Es war ein Unfall. Niemand trägt daran Schuld und du solltest jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Darren, du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hierbleiben. Ich schaue später nochmal rein. Ich werde nicht hierbleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Oh. Oh ja, ich bin dabei. Es scheint ihr, sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Vermutlich wieder in Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da, dieser Scheißschrank, Und Fuller, wenn er... Dafür lass ich ihn bluten. Der Spiegel? Geh nicht durch den Spiegel! Mom! Mom, bist du wach? Habe ich mir das nur eingebildet? Nein, das kann nicht sein. Mein Handgelenk tut immer noch weh. Sie muss für irgendetwas furchtbare Angst gehabt haben. Aber was hat sie gemeint? Oh mein Gott. Samuel hatte bestimmt eine Affäre oder mit ihr, die ja anscheinend in diesem Schloss gearbeitet hat, wahrscheinlich als Hausmädchen oder sowas, oder keine Ahnung, oder Köchin. Und er ist das uneheliche Kind und der Fluch lebt weiter, und zwar jetzt in ihm. Es scheint ihr, und alles nur, weil sie gestolpert ist. Und Fuller. Da liegt ein Stethoskop. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Doc Newhouse hat seins jedenfalls noch. Können wir es mitnehmen? Ich nehme es mit. Oh. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Eine Waage. Vielleicht für übergewichtige Patienten. Sie sieht auf jeden Fall massiver aus als die Waagen, die man aus dem heimischen Badezimmer kennt. Typischer Krankenhausschick. Aber wir können öffnen. Hier liegt ein Medizinfläschchen. Vielleicht vom Patienten, der vor meiner Mutter hier gelegen hat. Einstecken. Laxativa. Laxativa. Ein starkes Abführmittel. Das klingt nützlich. Ziemlich. Ziemlich nützlich. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind. Der Monitor zeigt die Vitalwerte. Der gehört nicht meiner Mom. Vielleicht stammt er von dem Patienten, der vor ihr hier lag. Ob ich meiner Mom auch so einen Koffer hätte packen sollen? Nicht unbedingt. Da ist schon das wieder... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Hey. Aha. Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Was zum Teufel?
Teufel? Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Hi! Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach Ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... ob... sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon zweimal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Dieser Dr. Newhouse. Wie ist er so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Unfällen gestorben. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht. Sie stürzte sich ins Meer. Und es sind extra Taucher für die Suche angefordert worden. Sie konnten sie aber leider nicht mehr retten. Die Leiche haben sie nie gefunden. Aber ansonsten ist hier eigentlich nie etwas los. Sie meinen Carrie? Haben Sie sie gekannt? Ja, wir haben damals zusammen Aerobic gemacht. Irgendeine Ahnung, warum sie sich umgebracht hat? Das wüssten wir wohl alle gern. Sie war eigentlich immer lustig. Wir haben viel zusammen gelacht. Aber dann hat sie sich verändert. Sie ist dann auch nicht mehr mit zum Sport gekommen. Da ist der Kontakt abgerissen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ihr so schlecht geht. Danke für die Info. Wegen dieser Versicherungsscheiße. Am besten schauen Sie mal die Überweisungen Ihrer Mutter durch. Wenn sie das Geld überwiesen hat, dann müssen sich die Versicherung und die Bank damit herumschlagen. Sie können mir die Bescheinigung einfach vorbeibringen, wenn Sie wollen. Dann kümmere ich mich darum. Mhm. Danke. Wegen dieser Versicherung... Am besten schauen Sie, können wir die... Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Vielleicht sind Krankenakten in dem Schrank oder Quittungen, Formulare, Überweisungen. Geheilt wird hier ja nur noch nebenher. Ich glaube nicht, dass mich etwas darin interessieren würde. Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Da hat er nicht ganz Unrecht. Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Ich will hier nicht hocken und auf neue Nachrichten warten. Ich kann jederzeit herkommen und fragen, wie es hier geht. Ich will mal eben nochmal gucken. Ein Soda-Automat spuckt verschiedene Sorten Zuckerwasser aus. Leichen, eine graue Tür mit einer Milchglasscheibe. Pathologie steht auf dem Schild darüber. Ich bin nicht sonderlich morbide, also bleibe ich lieber auf dieser Seite der Tür. Okay, dann komm, dann gehen wir mal. Müssen wir jetzt doch an den Sekretär, um die Überweisungen anzusehen. Dann muss es wohl sein.
Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Okay, wir haben unser erstes Puzzle. Jetzt bin ich aber... Oh nee, ich hasse es. Oh nee, sowas hasse ich ja. Das ist auf jeden Fall unten, das ist alles richtig. So, zack. Kommt das, glaube ich, ein weiter. Okay, so. Könnte sein, könnte sein. Okay. Ach, das dauert jetzt schon wieder so ewig. Das passt ja hier auch nicht. Das passt. Das passt. Das passt. Nee, nee. So, fertig. Ich bin so gut. Eine Zigarettenschachtel? Hat Mom etwa heimlich geraucht? Oh, lass sie doch. Ach, es sind nur Spielkarten drin. Hätte mich auch gewundert. Ach so, schlimm wäre das jetzt auch nicht gewesen, finde ich. Bleistifte. Ganz normale Bleistifte. Briefe, Schatulle, Aha, ein kleiner Holzkasten. Den habe ich noch nie gesehen. Ah, und da ist Mams Überweisungsbuch. Das habe ich gesucht. Ich nehme beides mit. Ich kenne mich mit diesem Kram nicht aus. Na, mal sehen. Ich glaube, das sind die Kontobewegungen meiner Mutter. Hier geht Miete ab. Hier ein Betrag von $18.45 an eine Telefongesellschaft. Aha. Und hier die Überweisung an ihre Versicherung. Das ist vom letzten Monat. Sie hat also bezahlt. Den reiß ich den Arsch auf. Was ist ein Brief? Okay, Leute. Liebe Rebecca, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich sehr, dass es euch gut geht. Natürlich werde ich dir auch weiterhin den vollen Betrag schicken. Dein Vorschlag ist nett gemeint und ich hätte es nicht anders von dir erwartet. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du weniger erhältst. Auch wenn er jetzt aus dem Haus ist. Du hast deine Sache großartig gemacht und es ist an der Zeit, dass du auch etwas für dich tust. Genieße dein Leben in Maine. In Liebe, C. C? C. Oh mein Gott, C, C, C. Wer ist C? Ach, wie hieß die Großmutter nochmal? Wie hieß sie nochmal? Seltsam. Der volle Betrag, auch wenn er jetzt aus dem Haus ist? Was hat das zu bedeuten? Hier erhält meine Mom einen größeren Betrag von... Aha. Eine Überweisung über $1.500 von einer Bank in England. BCW Bank, Filiale Willow Creek.
Willow Creek. Das kommt mir bekannt vor. Mom hat früher in England gelebt, aber war das in diesem Willow Creek? Und wer ist dieser C? Und warum schickt er ihr Geld? Hier, nochmal. Und dort. Sie scheint jeden Monat den Betrag zu bekommen. Es scheint praktisch ihr einziges Einkommen zu sein. Das verstehe ich nicht. Mir hat sie immer gesagt, sie würde ein monatliches Schmerzensgeld bekommen. Von der Versicherung des Mannes, der für den Unfall verantwortlich war, bei dem auch mein Vater gestorben ist. Ich hätte das bestimmt nicht sehen sollen. Kann mir ja auch egal sein. Es passt nicht zu meiner Mutter, Geheimnisse vor mir zu haben. Ich werde sie fragen, warum sie mich angelogen hat. Sobald es ihr besser geht. Der kleine Holzkasten, den ich im Schlafzimmer meiner Mutter gefunden habe. Er ist ziemlich schwer, scheint massives Holz zu sein. Er lässt sich nicht öffnen. Auf dem Deckel sind irgendwelche Zeichen, aber ich kann nichts damit anfangen. Gut, dann würde ich sagen, telefonieren wir jetzt wohl mit der Versicherung. Aber ich muss mich verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.